Und willkommen zurück zu Uncharted 4 mit Nathan und mir in dieser wunderschönen Umgebung. Und ja, wir starten jetzt hier unsere erste Kletterpartie. Ich frage mich, hat er denn gespeichert? Nee, wir müssen nochmal unser Kletterseil aufnehmen. Bingo. Und weiter geht's. Und weiter geht's, lieber Nathan. So. Jetzt okay, schieben wir. Damit wird es klappen. Genau, wir schieben das Ding da jetzt mal ran. So. Ja, egal. Das wird wohl gehen. So, hoch da. Bin gespannt, wie oft wir hier sterben werden. So. Da ist die Zelle. Wie komme ich da hoch? Wie kommen wir da hoch? Ja, ein weiter Weg. Aber ich weiß gar nicht genau, wie ich diesen Kletterhaken benutze. Und ich muss mir als erstes aber diese Aussicht ansehen. Schön. Okay, gut. L1. Wir haben das ja eigentlich schon geübt. Wir holen etwas Schwung und zack, ran das Ding. Und ich glaube, jetzt müssen wir einfach laufen. Auf geht's. Und jetzt. Oh. Spring. Das erste Mal hat doch perfekt geklappt. So, jetzt können wir hier runter und einfach hier ganz normal die Treppe nehmen. Müssen wir da tatsächlich schon? Ja, müssen wir. Okay. Wow. Ich glaube, das wird jetzt meine erste Herausforderung. Was mache ich eigentlich, wenn ich hier... Oh! Ja, genau. Wow. Die Frage habe ich mir dann doch selbst beantwortet. Ich sehe dann nichts. Ach so. Hier sind so kleine Vorsprünge. Oh! Wow. Wow, das ist ja wie in einem Horrorgame hier. Da habe ich mich gewaltig erschrocken. Da habe ich mich richtig gewaltig erschrocken. Und jetzt haben wir hier auch schon unsere erste... Seil am Pfosten. Vielleicht. Wie soll das funktionieren? Wie komme ich dann da hoch? Oh Gott. Ja, den kann ich hier leider nicht... Heftige Scheiße! Aber ich muss sagen, das habe ich erstaunlich gut hinbekommen, dass ich wenigstens das Seil dann noch ranbekommen habe. Nur leider konnte ich so schnell nicht blicken, wo wir hier eigentlich lang müssen. So. Okay. Ja, jetzt hängen wir hier. Wir holen Schwung. Wir müssen nämlich da drüben ran. Jawohl, okay. Gespannt, was Sam dazu sagt. Beim zweiten Mal hat es auf jeden Fall geklappt. Es war eine gute Leistung. Perfekt. Oh, ich liebe es. Wie lange habe ich es schon nicht mehr hier auf nach oben. Diese Kletterpartien gehabt. So, wir werden erstmal... Vorsicht, lieber Nathan. Oh, ich glaube, ich muss jetzt hier vielleicht auch mal einen Screenshot hochladen. Kleiner Nathan. Ja, das sieht schon einfach genial aus. Ich mache kurz ein Bild. Sorry dafür. So. Der Screenshot ist gespeichert. Das werden wir hier, ich denke, garantiert noch öfter haben, dass ich hier irgendwelche Bilder hochladen muss. So. Jetzt müssen wir gucken, wo es hier jetzt überhaupt weitergeht. Das finde ich gerade problematisch. Kann ich mich denn hier nirgends entlang hangeln? Wo müssen wir hoch, Freunde? Ich sehe, dass wir da hochklettern können. Aber wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Hier ist nirgends
ein Weg nach oben. Runterfallen wollen wir nicht. Können wir hier doch vielleicht... Das sieht schlecht aus. So, ich habe versucht, mal hier auf das Dach zu klettern. Okay, von da aus können wir dort rüberspringen. Komm, mit Anlauf! Sehr gut, Nathan. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Sehr gut, Nathan. Du bist ein absolutes Naturtalent. So, kommst du daran? Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Ja, das auf jeden Fall. So, dann würde ich mal sagen, hier hoch kommen wir da oben ran. Das ist alles ganz easy peasy. Aber da oben kommen wir jetzt nicht mehr hoch. Ich glaube, wir müssen... Wie lassen wir uns da nochmal so ein Stückchen fallen? Nein, nein, nein. Genau, schnell darüber. Das war knapp und schwer schnell. Zu glauben, dass hier da dutzende Piraten... auf den Galgen warteten. Okay. Okay. Wo lang? Oh, okay. Ich dachte, ich kann da oben raufspringen. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Brief. Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. 18. September 1669. Heute Nachmittag ließ sich den ersten aus Captain Averys Crew hängen und seine Kameraden hatten Logenplätze. Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein, hat ihnen vor dem nächsten Akt aber ungeheure Angst eingejagt. Meinen Besuch bei den verbleibenden Männern im Turm. Die armseligen Piraten warfen sich mir zu Füßen und winselten um Gnade. Eines Tages möchte ich solche Gnadengesuche von ihrem flüchtigen Kapitän hören. 20. September. Heute Morgen ließ sich die restlichen Piraten hängen. Eine arme Seele war so mutig, mir noch beim Überstreifen der Kapuze eine Bestechung anzubieten. Weitere vage Versprechung eines riesigen Schatzes. Ich fragte ihn, wo dieser Schatz zu finden sei und ließ ihn bei seiner Antwort baumeln. Ich ertrag keine weiteren Piratenlügen mehr. Okay. Tja, ich bin ja gespannt, ob wir hier den Schatz finden werden. Okay, da wird mir schon angezeigt, dass wir hoch können. Ich will mich dennoch hier kurz umsehen. Nicht, dass wir hier irgendwelche interessanten Sachen übersehen. Sieh mal einer an. Wir kommen nämlich doch hier oben hoch. So. Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Ja. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Okay. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind. Tja. Um am Seil zu ziehen, L1 gedrückt halten. Okay. Zieh fester! Oh. So. Ob wir es schaffen, darüber zu springen? Ja, ich glaube schon, wenn die Steuerung mitmacht. Ich werde einfach hier jumpen. Und natürlich schaffen wir das Ganze. Okay. Mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Ja. Jetzt muss ich aber gucken, wo müssen wir hin? Also wir müssen ja ganz nach oben, ne? Ich kann nicht darüber springen. Wieso nicht? Das ist doch eigentlich zu schaffen. Wow, scheiße! Ja, okay, wir müssen dann wohl die andere Seite versuchen. Ich wollte eigentlich, dass es sich nur ein... Geil. Einen fallen lässt. Aber das war nicht gewollt. Wow, Nathan, pass auf. Komm, du schaffst es. Oh Gott. Oh Mann, Sam verpasst echt was. Ja, ich glaube auch, dass Sam hier garantiert auch eine Menge Spaß gehabt hätte. So, ich glaube, müssen wir da jetzt wieder rein. Ja. Auf geht's. Burns Zelle. Okay. Zelle. Ah. Oh, ihr Sweet. Wow, wir sind in der Zelle angekommen. Hier seht okay. mal. Wo fange ich an? Genau, wo fangen wir an? Überall die Einkerbungen, wie viele Tage er hier war. So, wir sehen uns mal. Das ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. In der Zelle um. Überall Zahlen auf den Steinen. Ah, sieh mal einer an. Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Oh
Moment mal. Sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Okay. Hm, das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Ah. Also dann. Schon besser. Ach okay, so. Ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Sehe ich auch. Ihr auch? Okay. Da haben wir einen weiteren Hinweis. Ach so. Leider nein. Okay, jetzt können wir hier alles durchprobieren. Römische Zahl 2. Nein? Nee, warte mal. Okay. Können wir uns bitte nochmal die Notiz ansehen? Nochmal einmal umdrehen. Da sehe ich ja nichts drauf. Aber hier auf jeden Fall. Aber hier sind ja nur Zahlen, ja, da oben, ne? Schütze. Genau. Römische 10. Aha. Ach so. 10 und 11. Ist es das? 10. Hier. Nee, nee, nee. Ich möchte gern Nathan. Römische 10. Nichts. Nichts? Was stand nochmal im Brief? Ja, Schütze ist die römische Zahl 10. Und dann dieses komische andere Gebilde. Das ist hier dieses hier. Das Skorpionzeichen. Und eine römische 2. Also entweder dann könnten wir vielleicht auch die römische 12 meinen, wenn man das addiert quasi. Wäre das eine Idee? Aber da kann ich nicht hin. Das ist doch die... Ach so, nee, hier. Da. 10 und 2. X und II. Yes! Gut kombiniert. Sieh sich das einer an. Digna factis recipimus. Hm, das muss es sein. Dann mal zurück. Ich liebe dieses Spiel. Ja, wie kommen wir jetzt hier raus? Ah. Raus. Nathan ist so stark, er kann die Tür aufstemmen. Wow. Vorsicht, Junge. Sollte aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Okay, jump runter. Okay, wir können uns da oben ranhaken und dann... Ach so, ich kann mich vielleicht damit auch abseilen einfach, genau. L1 drücken. Und abwärts. Einmal zu schwindelig jetzt werden. Nein! Oh! Ja. Da muss ich mich selbst für meine Reaktion loben. Die ich ja sonst eigentlich wenig habe. Ja. Ich liebe Uncharted einfach. Ich bin ein kleines... Hangirl, wir balancieren hier schnell rüber. Ich glaube, hier können wir nicht runterspringen. Okay. Hätte ich jetzt aber gedacht. Kommen wir denn hier hoch? Ich habe die üble Befürchtung, wir müssen hier runterrutschen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen. Ja, wir müssen es einfach riskieren. Und dann muss ich nämlich da irgendwie ran. Auf ein neues... Wow. Aber gerade so geschafft, die Geschosse. Okay, dann mal auf die Tür. Wir haben es geschafft. Und das sieht mir wieder nach einem Screenshot aus. Oh. Hä?
Herrlich, herrlich, herrlich. Okay, ich reiß mich noch ein bisschen zusammen. Erst Vargas. Ich will was ab. Ah. Ich will einen Anteil. Seht, Leute, von da kommen wir. Von da kommen wir. Aber wir müssen jetzt da ranspringen. Vermute ich einfach mal. Oder? Ja. Wir tun es. Okay, wir können auch... Okay, wir können nicht hochklettern und darauf entlang gehen. Wir hangeln uns einfach hier rüber. Ohne, dass ich Nathan sehe. Das ist auch auf jeden Fall interessant. So. Oh, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Eine Herausforderung wieder für mich. Okay, wir schaffen es. Ach, scheiße. Nein, nein, nein. Aber da ich nicht sehe, wo wir hin müssen. Da oben. Oh. Heftig, heftig. Das ist einfach genial. Und ich habe es geschafft, ohne hier großartig zu krepieren. So. Okay, ich glaube, wir müssen hier rüberklettern. Einmal oben hoch wieder. Ach, stopp. Da. So. Genau. Und den Weg wieder zurück. Komme ich jetzt eigentlich... Okay, ich glaube, wir können hier dran springen. Und ich habe ja übrigens auch auf normal, ne? Ich bin nicht im Pussy-Modus. Okay. Dann mal runter da. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Naja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Na, kann sein. Da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. So gut wie ich. Te puedo decir, ¿eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo, 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 wo. Du willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Ray finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Na, komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht ja, hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Ray, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand... stört. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße.
Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Lass mich raten. Mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Le dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar.